Das LRH100 ist der kleinste Vertreter aus der Palette von Trägergeräten mit Schwing- und Hängemäklern und rundet die LRH-Serie nach unten ab. Das LRH100 hat eine maximale Traglast von 15 Tonnen und der Hängemäkler hat eine effektive Pfahllänge von 19 Metern. Im Unterschied zu den anderen Geräten der LRH-Baureihe verfügt das LRH100 über eine völlig neuartige Mäklerkinematik, die Ausladungen von bis zu 8,75 Meter sowie maximale Neigungen von 18 Grad in alle Richtungen erlaubt. Dies ermöglicht das Rammen kompletter Pfahlgruppen von einem Standort aus, ohne Verfahren des Trägergerätes. Das LRH100 ist mit einem emissionsoptimierten 270 kW, 362 PS starken Liebherr-Dieselmotor ausgerüstet und kann komplett mit angebautem Hammer transportiert werden. Bei einem Transportgewicht von nur 65 Tonnen hat die Maschine eine Transportlänge von 16,1 Metern und ist 3,4 Meter hoch. Die kompakten Abmessungen des Grundgerätes mit 3,49 Metern Transportbreite ermöglichen den schnellen und kostengünstigen Transport. Das flexible Hammerkonzept des LRH100 bietet die Möglichkeit, Fallgewichte zwischen 2,5 Tonnen und 7 Tonnen zu installieren und gewährleistet so die optimale Anpassung an das jeweilige Rammgut, angefangen von Holzpfählen über Betonpfähle bis hin zu schweren Stahlpfählen. Die bewährte Liebherr-Litronik-Steuerung unterstützt den Betrieb mit Mäkler optimal. Auf dem kontraststarken Bildschirm werden alle relevanten Daten, wie zum Beispiel die Mäklerneigung in X- und Y-Richtung, die Rammtiefe sowie die Betriebsdaten des Hammers oder Rüttlers übersichtlich angezeigt. Eine Automatiksteuerung ermöglicht eine Vertikalstellung des Mäklers auf Knopfdruck sowie die Ausladungsverstellung ohne Änderung der Mäklerneigung. Ein neuartiger Joystick ermöglicht die gleichzeitige Bedienung der Drehbewegung und der Mäklerverstellung mit einer Hand und vereinfacht somit die Handhabung. Für das LRH100 bietet Liebherr eine breite Palette leistungsstarker Anbauteile. So wird sichergestellt, dass die guten Leistungseigenschaften des Grundgerätes optimal in Arbeitsleistung umgesetzt werden können.